Ich schaue mir halt an, was so rund um die Salzburger Lokalbahn alles zum Entdecken gibt. Und eine Sache, die mir schon immer aufgefallen ist, ist das Umspannwerk in Hagenau. Und da möchte ich mir jetzt genauer anschauen, wo der Strom herkommt und wo er hinfließt. Schon von der Salzburger Lokalbahn aus sieht man die Transformatoren und Schaltanlagen. Das Umspannwerk Hagenau ist ein Knotenpunkt im Norden von Salzburg. Von hier gehen 110 kV-Leitungen hinaus in den Norden, in den Flachgau, als auch in den Süden bis nach Golling. Das Umspannwerk kann auch verglichen werden mit dem Verteiler im Haushalt. Hier sind hunderte Kilometer an Kabeln verbaut für die Steuerung und den Transport von Strom. 100% sauberem Strom. Der größte Teil unserer Ökoenergie wird durch die Wasserkraftwerke erzeugt. Das Bundesland Salzburg ist diesbezüglich sehr gut ausgestattet mit Speicher- und Flusskraftwerke. Und die Ökoenergie, wie auch in der Stadt, wird dann in diese Umspannwerke eingespeist und verteilt, dass die Bevölkerung sie nutzen kann. Der Strom wird aber auch etwa für den Betrieb der Salzburger Lokalbahn genutzt. Mit der fahre ich jetzt weiter in den Norden von Salzburg. Mein Ziel ist die Weidwörther Au, die im Rahmen eines EU-Projektes renaturiert wurde, um wertvollen Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen. Innerhalb von 10 Minuten kommt man zu Fuß barrierefrei vom Bahnhof in Weidwörth direkt ins Naturschutzgebiet. Und am Weg durchs Naturschutzgebiet habe ich jetzt schon ein paar Frösche entdeckt. Und die Libellen sieht man überall und an jeder Ecke. Ja, es ist ein richtiges Paradies für Insekten, Vögel und Frösche geworden. Der Projektleiter Bernhard Riel erklärt mir, was dazu alles notwendig war. Denn so hat es hier während der Arbeiten ausgesehen. Da kriegt man ein richtiges Froschkonzert eigentlich geboten, oder? Genau, es ist ein richtig schöner Hintergrundsound. Die Frösche haben die neuen Lebensräume ganz schnell besiedelt und freuen sich, man hört's. Was ist das jetzt für ein Gewässer da? Das ist der Ausee. Bis vor 20 Jahren wurde hier im Ausee Kies abgebaut. Und wir haben den See jetzt renaturiert. Die steilen Ufer wurden abgeflacht, weil flache Ufer, geschwungene Uferlinien sind sozusagen immer das Lebenselixier von einem Gewässer. Da siedeln sich dann Schilf an, in das Schilf kommen dann seltene Brutvögel, die Frösche fühlen sich wohl, die Fische können sich vermehren. Wir haben also eine Natur aus zweiter Hand geschaffen und die Natur hat jetzt die Chance, diesen neuen Ausee zurückzuerobern. Und sie macht es jetzt auch schon mit Vehemenz. Man sieht, wie die Tierarten reinkommen in den See, wie die Pflanzenwelt den See besiedelt. Also eine Second-Hand-Natur vom Menschen vorbereitet und jetzt von der Natur zurückerobert. Und wo sich auch seltene Tierarten wieder ansiedeln, genau, oder? Genau, ganz wichtig. Beispielsweise der Eisvogel hat sich schon angesiedelt. Da finden wir jetzt zum Beispiel die Graugänse. Wir finden sehr viele Froscharten, also Amphibienarten. Unter Wasser auch sehr viele Fische, die sich hier tummeln. Also das ganze Spektrum der heimischen Artenvielfalt ist hier vertreten. Und das gilt auch für die Vogelarten und die Pflanzen im Wald rund um den See. Auch hier gilt das Stichwort Artenvielfalt. Da in den Salzachauen kann man die Natur so richtig genießen. Der Weg, wo ich gerade bin, der ist von uralten Eichen gesäumt. Und damit es auch später so bleibt, sind da noch junge nachgepflanzt worden. Ich konnte ja da noch ewig Vögel und Frösche beobachten. Aber jetzt geht's für mich weiter, und zwar mit der Salzburger Lokalbahn nach Wildshut. Dort direkt an der Lokalbahnstation haben Schüler richtige Paradiese für Eidechsen angelegt. Und ich bin gespannt, ob ich heute eine Eidechse finden werde. Die sind nämlich ziemlich schreckhaft und haben hier in dem für sie extra angelegten Lebensraum genug Möglichkeiten, sich zu verstecken. Oh wow, das ist also das Eidechsenhabitat? Ja, das, was da jetzt ausschaut wie ein fürchterlicher Gstätten, hat sogar einen ziemlich genauen Bauplan. Da haben wir 4 Kubikmeter Sand hergeschaufelt. Der Sand ist sehr wichtig, weil da legen die Eidechsen ihre Eier rein. Dann deckt man das Ganze mit den Baumstümpfen und mit dem Geäst ab. Das Geäst ist speziell wichtig, dass nicht Katzen und Raubvögel die Eidechsen gleich wieder rausfangen. Und mit Steinen macht man die Sonnenmöglichkeit. Gerade Eidechsen oder Nattern, Schlingnattern, wollen sie da sonnen. Und dann, wenn der Feind kommt, schnell wieder verstecken können. Die Zauneidechse, für die ist es speziell gebaut worden, aber wenn man genau schaut, sieht man schon Löcher, in denen Wildbienen nisten. Laufkäfer haben drinnen Platz, möglicherweise ist sogar ein Vogelnest wo.
Warum ist es jetzt wichtig, dass da Artenvielfalt herrscht und warum ist die Zauneidechse so wichtig? Ja, Artenvielfalt ist von Haus aus wichtig, weil gerade der große Genpool, den zu erhalten in Zeiten des Klimawandels, ist eine Grundbedingung für Klimaresilienz, also dass wir uns auch tatsächlich da anpassen können. Es hängt ineinander, die Eidechse frisst gewisse Insekten, wird selber wieder zur Nahrung für andere. Das heißt, in der Zusammenhang von diesen Arten ist immer eine Kette von Abhängigkeiten und wenn man da irgendwo was stört, kann es sein, dass an einer ganz anderen Stelle einen Schaden anrichtet. Und ihr habt gehört, ihr habt eine Blumenwiese, wo es auch ziemlich viele Arten gibt. Ja, da haben wir eine wunderbare, artenreiche Glatthaferwiese. Die Wiese liegt direkt neben dem Stiegelgut Wildshut und hier wimmelt es nur so von unterschiedlichsten Insekten. Wie viele Arten von verschiedenen Pflanzen und Blumen habt ihr da herinnen? Ja, also wir haben da ganz genau die Arten bestimmt. Wir haben knapp über 50, was riesig groß ist eigentlich, weil eine normale Intensivwiese hat 15 Arten vielleicht, 11 bis 20. Wir haben da 50. Grund ist, weil sie seit Jahren nicht gedüngt worden ist. Okay, es riecht also intensiv, gell? Es ist ja, so, was da allein in diesem kleinen Bereich, wie viele verschiedene Pflanzen da sind. Und da ist zum Beispiel der Thymian, der so intensiv riecht, der Wiesenthymian. Und den kann man auch zum Kochen verwenden? Den kann man auch zum Kochen verwenden. Schmeckt ausgezeichnet. Oder ätherische Öle ansetzen. Oder die tun wir so oft ins Boot. Sehen sich die von selbst an oder habt ihr dann irgendwie künstlich was dazu angesät? Prinzipiell ist das Samenpotenzial im Boden. Das heißt, wir haben teilweise entdeckt, dass nach 50 Jahren noch Samen aufgingen. In dem Fall war schon eine sehr, sehr artenreiche Wiese vorhanden. Aber uns haben dann nur ein paar Arten, die laut Literatur abgegangen sind, haben uns gefehlt und die haben in 30 Kilometer Radius per Hand, wenn wir es wo entdeckt haben, gesammelt. Jetzt fehlt uns nur eine einzige, das ist der Wiesensalbei. Aber da habe ich schon einen Bauer gefragt, den dürfen wir uns ausgraben und herbringen. Ja. Die Pflanzen und Tierarten in dieser Wiese zu bestimmen, erfordert viel Zeit und Geduld. Und die brauche ich auch beim Versuch, eine Eidechse vor meine Linse zu bekommen. Aber es hat sich gelohnt. Ein wunderschönes Exemplar der Zauneidechse sonnt sich direkt vor mir im Eidechsenhabitat.